Ich muss gerade übrigens sagen, ich finde es lustig, auch, könnt mich korrigieren, wenn ihr wollt. Aber dafür, dass wir, dass das eigentlich indisch angehaucht sein soll, das Reich Tela oder Idun, kriegt die Musik jetzt hier gerade ziemlich chinesisch-japanisch. So, der erste Monat ist durch. Das nächste Problem ist, es gibt auch wenig Grünfläche, die wir selber nutzen können. Also muss ich vom Weizen absehen und es eher mit... Ein Holzfäller findet keine Bäume mehr. Kühen und... Ander Ding versuchen. Also ja, eine Milchproduktion und eine Schafsproduktion halt anwerfen. Weil ich habe hier Grünfläche, um wenigstens zwei oder sogar drei Dinger hinzuquetschen. Und ich habe hier Grünfläche, um auch zwei oder drei hinzuquetschen. Ich habe jetzt genug Wurst, dass ich, wenn die Regenzeit vorbei ist, ich den Wurst schicken kann. Ja, mein Lagerhaus, das wird leider eine ganze Weile dauern, bis das voll ist. Obwohl, hier ist sehr viel Grüngebiet. Da könnte ich sehr viel Weizen anbauen. Die Regenzeit ist vorüber. Jawohl. Ei. Also ja, ich könnte Weizen anbauen und Honig auch dort. Ei. So, dann schicken wir mal Wurst. Ein Karren wurde ausgesandt. Wie ihr wünscht. Auf euren Befehl. So, allein schon das Territorium einnehmen, kostet sehr viel. Hier würde es auch etwas Grünfläche geben. Allerdings nicht sonderlich viel. Verstanden. Jawohl. Auf euren Befehl. So, das Geld ist eingetroffen. Die Wurst ist unterwegs. Alles klar. Schon unterwegs. Wir lösen unser Versprechen ein und liefern euch Fisch. Aber Vertrauen ist ein teures Gut. Wir werden erst wieder mit euch handeln, wenn ihr den Segen der Priester Mitraschmirs habt. Okay, das ist akzeptabel.
Wir haben ein Territorium eingenommen. Schon unterwegs. Fisch wird es erstmal nicht verbraucht. So, nur hergestellt, dass wir es verschicken können. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. In diesen Zeiten verlassen wir uns lieber auf das Wort der Priester. Wir gewähren euch erst wieder eine Zusammenkunft, wenn euch der Tempel von Mithra Schmier sein Vertrauen schenkt. Straße. Und hier noch eine. Sammlerhütte. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Schon unterwegs. Sofort. Verstanden. Ihr könnt diese Siedlung zu diesem Zeitpunkt nicht betreten. Verstanden. Wir haben ein Territorium eingenommen. So, das ist gut. Ein Holzfäller findet keine Bäume mehr. Wird er bald wieder, denke ich mal. Also auf die andere Seite kommen wir nicht. Und der Tempel, der gibt uns erst grünes Licht, wenn wir die Dörfer schon unterwegs versorgt haben. Neun Fische. Sofort. Und ja, wie gesagt, die Oase hier ist eigentlich auch noch interessant. Eigentlich wäre es hier noch interessant, Holz zu fällen. Nicht auf der Seite, auf der anderen besser. So. Bisschen weiter weg von unserem Wild, das wir da haben. Ich werde angegriffen. Ja, und Hakim ist im Augenblick schwächer als ein Tiger. Jawohl.
Jawohl, alles klar. Auf euren Befehl. Oder ist das Problem, Hakim halt langsamer als der Tiger? Ein Karren wurde ausgesandt. Ein Holzfäller findet keine Bäume mehr. Ja, das heißt, wir können dich erstmal einreißen. Wir können dann später noch einen zweiten, dritten Holzfäller in dem Territorium bauen. Weil ich habe ehrlich gesagt nie ausprobiert, was passiert, wenn wir bei den Kräutersammlern das Holz weghauen. Und das will ich ehrlich gesagt auch nicht. Alles klar. Wir könnten aber mal das Territorium einnehmen, auch wenn es hier nicht wirklich was gibt, was besonders ist. Also ja, würde es hier wenigstens Tiere oder so geben, wäre es ja noch okay. Wir haben halt nicht das Geld dafür. Wie ihr wünscht. Jawohl. Auf euren Befehl. Vielen Dank. Es ist gut zu wissen, dass Taylor uns wieder beiseite steht. Wir bieten euch unsere Waren an. Ihr könnt einen Handelsposten in Aknapur eröffnen. Das ist gut. Dann errichten wir mal den. Ein Karren wurde ausgesandt. Standen. Wie ihr wünscht. So, was kauft Aknapur jetzt? Die würden uns Holz abnehmen, würden uns aber auch die Kräuter abnehmen. Ein Karren wurde ausgesandt. Das braucht es schon mal. Na komm, kaufen wir mal den Stein erst, den er hat. Ei! Verstanden. Dann ziehen wir langsam die Mauer hoch. Also wir fangen erstmal an, die Teile zu füllen. Wir haben einen Handelsposten eröffnet. Lasst uns den Tauschhandel mit unseren Verbündeten. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Das ist schon mal praktisch. Das ist sehr praktisch. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. So. Dann, wie gesagt, fangen wir erstmal an, die Löcher zu füllen.